Am Anfang steht Karl Marx mit seinem Traum. Lenin macht daraus die Revolution in Russland. Stalin schmiedet sein Reich des Terrors. Maos Propaganda schickt ganz China auf den langen Marsch. Und der Guerillero Che Guevara wird zum Star einer ganzen Generation. Im 20. Jahrhundert wird fast die halbe Welt kommunistisch. Das führt zum Kalten Krieg zwischen Ost und West. Dann, wie bei einem Spuk, scheint plötzlich alles vorbei. Was bleibt, ist der Schmerz über Millionen Tote und einen geplatzten Traum. Moskau, einst Hauptstadt der Sowjetunion. Anfang März 1953 herrscht Staatstrauer im Roten Imperium. Nach einem Schlaganfall ist Josef Stalin unerwartet gestorben. Die Welt hält den Atem an. Noch ist nicht absehbar, welche Folgen der Tod des Diktators haben wird, der über 30 Jahre mit absoluter Macht und Terror herrschte. Auch die Zukunft von Stalins Statthaltern in der kommunistischen Welt ist ungewiss. Werden sich die Völker der sogenannten Bruderstaaten erheben oder bleibt im Kalten Krieg zwischen Ost und West alles, wie es war? Stalin hatte eine merkwürdige Allpräsenz, auch für die Kommunisten in aller Welt. Natürlich hatte er diesen Nimbus des Besiegers, des Weltfaschismus und so weiter. Das war seine große Aura. Insofern, als er starb 1953, war das ein Schock. Ich meine, was hatten sie erwartet? Natürlich würde er sterben. So schnell hatte man es nicht erwartet. So alt war er auch nicht. Er war Anfang 70. Aber schon auch ganz sklerotisch deformiert und so weiter. Aber darüber durfte ja nicht gesprochen werden. Aber gerade weil er so allpräsent war, entstand natürlich eine ungeheure Lücke. Seit Stalin alle innerparteilichen Rivalen beseitigt hatte, umgab ihn ein Kreis von willfährigen Funktionären, die seine Politik widerspruchslos vollstreckten. Werden sie nach seinem Tod den Kalten Krieg beenden oder eskalieren lassen? Ein Mann hat sich im engsten Zirkel der Macht gehalten, den im Ausland nur wenige kennen. Nikita Chruschtschow, seit 1939 im Politbüro und immer in einem Klima der Angst. Chruschtschow hat erzählt, dass während eines Festmahls Stalin zu ihm geschaut hat und sagte: Nikita, ich weiß, dass du ein englischer Spion bist. Können Sie sich vorstellen, was da in diesem Menschen vorgegangen ist? Solche Spielchen und Scherze haben eine Atmosphäre voller unmenschlicher Angst und Hass erzeugt. Sie alle haben Stalin nicht gemocht. Jeder auf seine Art. Stalins Todeskampf zog sich über Stunden hin. Sie haben einfach da gesessen und gewartet, bis er irgendwann sterben würde. Und als die Ärzte verkündet haben, dass er gestorben sei, hat niemand geweint. Am 9. März 1953 versammelt sich die neue provisorische Führung der Sowjetunion auf dem Lenin-Mausoleum, um Abschied zu nehmen. Nach Außenminister Molotow darf auch der Mann sprechen, den alle fürchten. Innenminister Lavrenti Beria. Als Stalins Geheimdienstchef ist er für den Tod Hunderttausender verantwortlich. Die neue Führungsriege nimmt Aufstellung. Die waren schon mit Problemen vertraut, die in diesem Land herrschten. Nur sie konnten unter Stalin nicht pragmatisch handeln. Also das, was sie für notwendig erachteten, konnten sie nicht durchsetzen, weil der Despot an Unordnung interessiert war. Jetzt konnten sie 1953 endlich damit anfangen, das, was sie eigentlich vorher schon wollten, umzusetzen. So ahnungslos, wie man denkt, waren die nicht. Noch ist unklar, wer sich aus dem Politbüro am Ende gegen die anderen durchsetzen wird. Und so tragen Stalins Erben den Sarg ihres toten Führers einträchtig in das Mausoleum an der Kremlmauer. Nach dem Willen seiner Nachfolger erhält Stalin dort einen Ehrenplatz. Einbalsamiert, wie schon Lenin, ruhen seine sterblichen Überreste fortan direkt neben dem Revolutionsführer, der 1917 der kommunistischen Idee in Russland zum Sieg verholfen hatte.
In der US-Botschaft in Moskau arbeitet zu dieser Zeit der Diplomat Martin Manhoff. Mit seiner Amateurfilmkamera dreht er diese Szenen von den Trauerfeierlichkeiten, die erst Jahrzehnte später in seinem Nachlass entdeckt werden. In Sichtweite des Roten Platzes gelingen ihm unzensierte Aufnahmen der kommunistischen Masseninszenierung. Die Trauer über den Tod Stalins hat Menschen auf der Straße weinen lassen. Und das war in der Orientierungskrise des Kalten Krieges, war Stalin der Fluchtpunkt gewesen, so war er aufgebaut worden. Ein Wosch, ein abwesender Führer, den man gar nicht mehr sah, dessen kleine, pocknarbige Gestalt man ebenso wenig kannte wie das Ausmaß an Verbrechen. Das enthüllte sich ja erst später und führte dann zum Zerfall des Stalin-Bildes. Aber bis heute gibt es Altkommunisten, die meinen, mit dem Tod Stalins begann der Niedergang. Auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs hat Anfang 1953 ein Veteran des Zweiten Weltkriegs das Amt des US-Präsidenten übernommen. Dwight D. Eisenhower setzt im Kalten Krieg zwischen Ost und West auf militärische und politische Eindämmung Moskauer Expansionsversuche. Mit Stalins Tod hat sich für ihn zunächst nichts verändert. Bilder von einem amerikanischen Atombombentest in der Wüste von Nevada. Seit die Sowjetunion das Atomwaffenmonopol der USA gebrochen hat, verstärken die Amerikaner systematisch ihre Nuklearstreitmacht. US-Soldaten als Versuchskaninchen, um die Wirkung nuklearer Explosionen zu studieren. Es beginnt die Zeit, in der die Menschheit sich selbst auslöschen kann. Ein dritter Weltkrieg wäre wohl der letzte aller Kriege. Und Deutschland könnte der Auslöser sein. Die Teilung der Welt in Ost und West ist an der Zonengrenze für jeden sichtbar. Mitten durch das Land zieht sich ein unüberwindliches Bollwerk aus Stacheldraht. Hier verläuft seit Beginn des Kalten Krieges der von Churchill einst beschworene Eiserne Vorhang. Auf der einen Seite die sogenannte freie Welt, auf der anderen der Kommunismus. Auch in der DDR gedenkt man des toten Sowjetherrschers Stalin. Die Wochenschau filmt fleißig mit. In Ostberlins Stalinallee formieren sich Trauerzüge, von oben angeordnet. Die Parteiführung trauert in Moskau. Deshalb versammelt sich am Stalin-Denkmal nur die zweite Reihe der SED. Darunter auch FDJ-Vorsitzender Erich Honecker. Der Glaube Honeckers an Stalin und das stalinische Charisma zieht sich durch sein ganzes Leben durch. Und ich glaube, dass gerade daran ein hohes Moment an persönlicher Glaubwürdigkeit liegt, gerade weil die Liebe zu Stalin nicht immer zeitgerecht war. Also noch 1990 erklärt Honecker in einem Interview, dass er es bedauert habe, 1956 in einem Anfall von Zorn das Bild Stalins von der Wand genommen und in den Papierkorb geschmettert zu haben. Dafür hat er sich später geschämt, weil er zwar die Fehler, Schwächen Stalins meinte, gesehen zu haben, aber trotzdem die überragende Bedeutung Stalins als Hüter der kommunistischen Kirche in Moskau und als Sieger im Zweiten Weltkrieg gewürdigt wissen wollte. Als Vorsitzender der Freien Deutschen Jugend hat Honecker den Parteinachwuchs auf stramm stalinistischen Kurs getrimmt. Bilder von einem Jugendtreffen im Jahr vor Stalins Tod zeigen ihn als streitbaren Kämpfer für die sozialistische Sache. In den Schrecken über den Tod Stalins, das Ende einer Ära in der Geschichte des Kommunismus, mischen sich erste Hoffnungen auf eine neue Zeit. Viele hofften, dass jetzt was anderes kommt. Es fand eine gewisse Lockerung statt. Also hofften sie natürlich, dass sie jetzt aus dieser Blut-, Schweiß- und Tränen-Ära heraus waren. Die war ja natürlich, muss man sagen, irgendwie auch noch mit der Weltkriegsära zusammengedacht. Ja? Also so unplausibel war es ja nicht, dass das jetzt alles nochmal eine ganz schwere Zeit von wirklicher Verzicht und wirklicher Schwerstarbeit gewesen war. Das Jahr 1953 wird unruhig in der DDR. Im Politbüro der SED hat Walter Ulbricht das Sagen. Der Tischlergeselle aus Leipzig ist seit 1918 kommunistischer Berufsrevolutionär und hat die stalinschen Säuberungen im Moskauer Exil überlebt. Für einen Propagandafilm zu seinem 60. Geburtstag lässt sich der SED-Chef als Freund und Helfer der Werktätigen inszenieren.
In Wahrheit gilt er als nachtragend und gnadenlos. Nach Stalins Tod verschwinden diese Filmaufnahmen im Archiv. Denn alte Stalinisten sind plötzlich in Gefahr. Stalins Nachfolger in Moskau wollen Ulbricht loswerden und empfehlen der DDR Reformen. Ulbricht sperrt sich und verliert auch im eigenen Land an Rückhalt. Am 17. Juni 1953 überschlagen sich in der DDR die Ereignisse. Das Regime der SED steht vor dem Zusammenbruch. 300 Ostberliner Bauarbeiter haben am Vortag spontan gegen die Erhöhung ihrer Arbeitsnormen protestiert. Binnen 24 Stunden wird daraus ein Volksaufstand mit mehr als einer 500.000 Menschen auf den Straßen. Die Staatsmacht schaut tatenlos zu. Aus dem Protest gegen Arbeitsnormen wird eine Generalabrechnung mit dem DDR-System. Die Menschen fordern freie Wahlen und die Wiedervereinigung Deutschlands. SED-Funktionäre werden auf offener Straße verprügelt. Ulbricht hat sich mit der Parteiführung ins Hauptquartier der sowjetischen Streitkräfte geflüchtet und ruft den großen Bruder in Moskau zu Hilfe. Sein Bitten wird erhört. Und das neue Politbüro in Moskau schickt sowjetische Panzer ins Stadtzentrum Ostberlins, um den Aufstand blutig niederzuschlagen. Auf Veranlassung der deutschen Freunde, wie es in einem internen Dokument heißt. Walter Ulbricht hat seinen Machtanspruch gewaltsam durchgesetzt und muss nach neuen Wegen suchen. Nachdem dann eben es 1953 in der DDR zu diesen Aufständen kam, war ja eigentlich klar, wie die Sache lief. Aber es bewährte sich etwas, was es auch in der Sowjetunion natürlich immer gegeben hatte. Man eröffnete auch Karrieren für Fachleute, für Leute ganz verschiedener Provenienz. Was aber ja auch, würde ich sagen, keinem großen Plan gehorchte, sondern auch aus der Not geboren war in vieler Hinsicht. Also es war natürlich immer von der Überzeugung diktiert, letztlich geht natürlich sowieso die Welt in unsere Richtung. Ja? Also muss die andere Seite sich jetzt noch mehr diskreditieren oder ruinieren. Und solange können wir eine Bündnispolitik machen, wenn die mucken, dann ist natürlich sofort Schluss. Mit dem Versprechen, die Lebensverhältnisse in der DDR zu verbessern, will die SED Ruhe und Ordnung wiederherstellen. Doch auch nach Stalins Tod bleibt die DDR ein totalitärer Staat. Du solltest ja zu dir selbst ein gestörtes Verhältnis bekommen. Es ging immer um irgendeine Art Bruch. Ich habe das ja gesehen, junge Wissenschaftler frei agieren, schreiben, werden gefördert. Und plötzlich gibt es dann eine Kritik und dann müssen sie sich hinstellen und Selbstkritik an sich üben. Und dieser Akt der Demütigung diente eben dem Zweck, dass sie ab dann gebrochen sind und machen, was du ihnen sagst. Das war schon übel. Das ist ja das, was man immer meint, wenn man von stalinistischen Methode spricht und so weiter. Diese ganze Herangehensweise, die Stalin eben eingeführt hat. Im Sommer 1953 regieren im Kreml die Nachlassverwalter Stalins. Noch ist man sich uneins über den Kurs. Ausgerechnet Lavrenti Beria dringt auf Reformen. Doch die anderen trauen Stalins einstigem Henker nicht und fürchten, er könne sich zum alleinigen Diktator aufschwingen. Zusammen mit hohen Militärs entschließt sich Nikita Khrushchev am 26. Juni 1953 zum Handeln. Beria wird verhaftet, in einem Geheimprozess zum Tode verurteilt und erschossen. Alle hatten instinktiv begriffen, jetzt wollen wir so einen Herrscher nicht mehr. Und sie brachten diesen Beria, den brachten sie um, weil sie glaubten, es könnte einer sein, der sich dieser Rolle wieder anmaßt. Und sie machten den einfältigen Khrushchev, den machten sie zunächst zu ihrem, zum ersten untergleichen. Und der hat diese wunderbare Rolle perfekt ausgeführt, der Moderator zu sein, der selber nicht Alleinherrscher werden wollte. Und das hat zu einer inneren Befriedung geführt, von der selbst die Altstalinisten am Ende sagten, eigentlich ist das gut. Eigentlich ist das gut, dass das vorbei ist. Sie waren gedemütigt worden jeden Tag und daran wollten sie nicht mehr erinnert werden. Alle Mitglieder der neuen Führung der Sowjetunion verdankten ihren Aufstieg ins Machtzentrum einzig und allein Stalin. Auch Khrushchev, der Sohn einer armen Bauernfamilie, schließt sich nach der Oktoberrevolution den Bolschewiki an. Als Parteichef der Ukraine verantwortet er die Verhaftung einer 250.000 Menschen
und die Deportation ganzer Volksgruppen nach Sibirien. Der großspurige und oft ungestüme Chruschtschow gibt sich gerne als Menschenfreund und Anwalt aller Sowjetbürger. Рабочие, колхозники и служащие, если они добились лучшей жизни, так чтобы еще не зазнаваться, лучше организоваться, лучше поставить работу, всем, чтобы добиться еще лучшей жизни. Mit Beginn der Ära Chruschtschow wirkt der kommunistische Block mit der Sowjetunion und den Satellitenstaaten nach außen hin gefestigt. Die Atomwaffen der Roten Armee sorgen im Wettrüsten mit den USA für ein Gleichgewicht des Schreckens. Im Inneren aber herrscht Unsicherheit nach Stalins Tod. Chruschtschow setzt auf Reformen und die Abkehr vom Stalinismus. Chruschtschow war sicher überhaupt kein Experte für irgendwas, aber er hatte ein sicheres und feines Gespür dafür, wie man Macht organisiert und wie man Kontexte stabilisiert und wie man Vertrauen schafft. Es ist extrem wichtig, dass Sie als Generalist eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen, in der die anderen arbeiten können. Und das konnte der. Der konnte binnen Jahren den anderen klar machen, ich bin kein Despot, bei mir laufen die Informationen zusammen, ich sortiere und ordne sie und schaffe eine Atmosphäre des Vertrauens, aus dem die Gewalt verschwunden ist. Man kann es daran erkennen, wie schnell sie Tatsachen schufen. Die Folter wurde abgeschafft. Und es wurden sofort Täter rehabilitiert. Sehr früh sprachen sie über die Öffnung der Lager. Ein unglaubliches Tempo, mit dem das voranging. Auf Befehl Chruschtschows dürfen sofort 1 Million Häftlinge die Lager des Gulag-Systems verlassen. Nur wer als Konterrevolutionär gilt, bleibt in Haft. Auch im Lager Perm 36 in Sibirien hoffen die Häftlinge auf das Ende ihrer Leiden. Heute befindet sich auf dem Gelände das einzige Gulag-Museum Russlands. Zu Stalins Zeiten werden Einrichtungen wie diese von vielen Sowjetbürgern hinter vorgehaltener Hand Konzentrationslager genannt. So auch von dem Schriftsteller Daniel Granin. Chruschtschow vergebe ich alles. Für seine wichtigste Tat. Die Befreiung der Menschen aus den Konzentrationslagern. Es waren Hunderttausende, die rehabilitiert und befreit wurden. Ihre Rechte wurden wiederhergestellt und sie wurden wieder zu Menschen. Er hat sie vor dem Tod und der Vernichtung bewahrt. Das ist sein größter Verdienst. Die Bilanz des Gulag-Systems der Stalinzeit: 18 Millionen Menschen hinter Stacheldraht, 2,7 Millionen Tote. ...1955 wird dank Chruschtschow auch der deutsche Kommunist Max Emmendörfer aus seiner sibirischen Verbannung entlassen. Eines Tages kam dann im Dezember jemand zu ihm auf den Kolchos und hat gesagt: Emmendörfer, Sie sind ein freier Mann, Sie können fahren, Sie können gehen. Er konnte es gar nicht fassen. Dann hat er sich im Januar 1956 auf den Weg nach Deutschland gemacht. Und da war er natürlich auch nicht der Einzige, denn letztlich war das Ganze nicht dem Wohlwollen der Partei zu verdanken oder der späten Einsicht der Partei, sondern was war geschehen? Konrad Adenauer war in Moskau gewesen und hat mit Chruschtschow über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der alten Bundesrepublik und der UdSSR gesprochen. Und Adenauer hat zur Bedingung gemacht, dass Chruschtschow die letzten deutschen Kriegsgefangenen, die noch auf russischem Territorium befindlich waren, freilässt. In diesem Track der noch verbliebenen Kriegsgefangenen ist dann auch der Kommunist Max Emmendörfer rausgekommen. Er war da nicht der einzige Kommunist. Kanzler Konrad Adenauer schließt im September 1955 einen historischen Handel mit Chruschtschow.
Freilassung der letzten 10.000 Deutschen aus sowjetischer Gefangenschaft. Im Gegenzug Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bonn und Moskau. Max Emmendörfer ist Kommunist geblieben, auch wenn es seine Genossen waren, die ihn einst verhaften ließen. Er hat gesagt, ich möchte nach Ost-Berlin, und er wollte Gerechtigkeit. Er wollte zu seiner Partei gehen und sagen, ich bin wieder da. Was habt ihr eigentlich mit mir gemacht und wie stellt ihr euch das Leben jetzt weiter vor mit mir? Und er hat sich im ZK der SED gemeldet. Man hat dann formalistisch angefangen, die Leute zu integrieren. Man hat ihnen gesagt, also ja, okay, wir sehen ein, das war ein Betriebsunfall der Geschichte. Wir erkennen deine Parteimitgliedschaft an, seit 1931. Du warst KPD, wir haben ja inzwischen die SED aus der Verschmelzung von KPD und SPD. Und du bist natürlich jetzt, Genosse Emmendörfer, seit 31 SED-Mitglied. Während des Zweiten Weltkriegs hatte Emmendörfer mit Walter Ulbricht zusammengearbeitet. Doch der überließ ihn 1945 wegen angeblicher Kontakte zu den Nazis der sowjetischen Geheimpolizei. Ulbricht will von Emmendörfer jetzt nichts mehr wissen und schickt den Heimkehrer in die DDR-Provinz. Über dieses Geschehenes, über dieses einschneidende, traumatische Erlebnis, was die Partei mit ihnen gemacht hatte, wurde einfach der Mantel des Schweigens gehüllt. Und man hat ihnen beigebracht, also das müsst ihr jetzt vergessen und das liegt doch auch hinter euch und ihr habt doch auch auf die Zeit hingearbeitet, wo es hinter euch liegt, und nehmt jetzt einfach doch die Schönheiten des Lebens entgegen und den friedlichen Aufbau des Sozialismus hier bei uns in der DDR. Und da hoffen wir einfach, ihr bringt euch mit eurem Wissen und euren Erfahrungen da jetzt so ein. Und mussten unterschreiben, dass sie über ihren Aufenthalt in der Sowjetunion kein Sterbenswörtchen sagen werden, keine Märchen erzählen werden in der DDR. Als treuer Gefolgsmann fügt sich Max Emmendörfer und gründet in Halle eine Familie. Seinen Lebenstraum hat Emmendörfer auch nach all den Jahren in Haft und Verbannung nicht aufgegeben. Den Traum von einer besseren Welt, wie ihn Karl Marx einst träumte. Doch der schöne Schein des Sozialismus, den die DDR-Propaganda verbreitet, ist in Wahrheit eine Illusion. In Moskau ist währenddessen Vergangenheitsbewältigung angesagt, mitten im Kalten Krieg. Soll man die Verbrechen der Stalinzeit öffentlich anprangern oder lieber schweigen? Am 25. Februar 1956 hält Nikita Chruschtschow auf dem 20. Parteitag der KPDSU eine Rede, die ungeahnte historische Folgen haben wird. Zu Chruschtschows Rede von 1956, in der er den Personenkult verurteilt und die Fehler der Partei zu enthüllen beginnt, kann ich sagen, da gab es ziemlich schwere Fehler. Ich meine die Tötung von Tausenden, ja Hunderttausenden, wie er zugibt, unschuldigen Bolschewiki. Jeder wusste, dass es auch um die Kollektivierung ging und sie im Krieg Fehler gemacht hatten. Es war das erste Mal, dass ein Parteiführer zugab, dass die Partei Fehler gemacht hatte. Stalin, der Anführer, dem sie all die Jahre gefolgt sind wie einem Gott, den sollten sie jetzt für böse erachten? Ursprünglich will Chruschtschow die Verbrechen Stalins vollständig offenlegen, um den Glauben der Sowjetbürger an die Partei wiederherzustellen. Doch in der Führung gibt es Widerstand. Man einigt sich auf eine Geheimrede. Und Chruschtschow darf nur einen Teil der Wahrheit enthüllen. Es war ein moralisches Projekt von ihm. Er hätte das nicht machen müssen. Sie hätten einfach die Gewalt stoppen können, ohne über ihre Ursachen und Folgen zu reden. Aber sie befleckten sich ja selber mit der Gewalt. Sie waren ja alle Täter gewesen, das wusste jeder. Und indem sie über Stalins Verbrechen sprachen, belasteten sie sich selbst. Da hat man Chruschtschow vorher gewarnt. Und er hat es trotzdem gemacht. Und zwar aus moralischen Gründen. Ursachen für die Fehler der Partei, so Chruschtschow, seien der Personenkult und die Abweichung von Lenins Lehren gewesen. Chruschtschow und die Parteiführung hätten selbst gerade erst vom Ausmaß der Verbrechen erfahren. Leicht durchschaubar. Ein Freispruch für sich und seine Genossen.
Die Leute sind verwirrt und beginnen noch weit mehr als nur die Führung in Frage zu stellen. Sie dachten sofort, wo warst du, Chruschtschow? Wo waren die anderen aus dem Politbüro, als Stalin all diese Fehler beging? Aus meiner Sicht ist das ganz sicher der Anfang vom Ende, weil die Parteiführung in diesem Moment ihre moralische Autorität einbüßt. Das hat zur Folge, dass die Leute so weit sind, die Partei an sich in Frage zu stellen. Chruschtschow wird später in seinen Memoiren behaupten, er sei von Gewissensbissen geplagt worden und habe Reue zeigen wollen. In dem festen Glauben, der kommunistischen Idee neue Schubkraft zu geben, habe er an deren Grundfesten gerüttelt. Die dramatischen Folgen lassen nicht lange auf sich warten. Tatsächlich hatte Chruschtschow ja eine Lawine losgetreten mit der Geheimrede, die er nicht hätte halten müssen, diese Rede, die von den Hardlinern im Politbüro als unkalkulierbar wahrgenommen wurde. Tatsächlich hatte Chruschtschow diese Geheimrede gehalten, er hatte die Verbrechen des Diktators beim Namen genannt. Er hatte sogar erwähnt in dieser Geheimrede, dass diese Völker zu Unrecht deportiert worden waren. Und er hatte etwas getan, was noch niemals vorher jemand getan hatte. Er hatte öffentlich gesagt, dass die Partei sich irren kann. Hatte noch nie jemand gesagt. Dass das zu den Folgen führen würde, dass man in Ostmitteleuropa sagt, nun gut, die Partei irrt sich, unsere auch. Hat sich auch geirrt. Die Ersten, die so denken, sind die Ungarn. Nach Stalins Tod hatten viele auf ein Ende von Terror und Diktatur gehofft. Doch zaghafte Reformen werden schon bald wieder zurückgenommen. Am 23. Oktober 1956 überstürzen sich in der Hauptstadt Budapest die Ereignisse. Die noch immer stalinistisch denkenden Machthaber haben das Ausmaß der Unzufriedenheit und die Wut im Land unterschätzt. Tausende Studenten wollen einen Forderungskatalog mit 16 Punkten bei einer Demonstration verlesen. Sie verlangen Meinungs- und Pressefreiheit, freie Wahlen, ein Mehrparteiensystem, Streikrecht, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen und den Abzug der sowjetischen Armee. Der Aufstand in Ungarn begann mit einer Demonstration von vielleicht 5.000 Menschen. Binnen 2 Stunden waren es über 150.000, die sich am Platz vor dem Parlament versammelten. Es war die größte Demonstration in Ungarn seit mehr als 10 Jahren. Es war ein starker Ausbruch von Unzufriedenheit. Zunächst protestierten sie nur gegen die schlimmsten Auswüchse des Kommunismus. Doch dann wurde daraus rasch ein nationaler Aufstand. Ziemlich schnell hieß es dann, Russen geht nach Hause. Es ging nicht um einen liberalen Kommunismus. Es wurde schon bald eine nationale Sache, völlig spontan. Es war zu keinem Zeitpunkt ein organisierter Aufstand. Die aufgebrachte Menge zerstört die Symbole der verhassten Sowjetunion und des Kommunismus. Die Machthaber in Budapest sind hilflos und lassen auf Demonstranten schießen, doch die setzen sich zur Wehr. Auch die Absetzung der Hardliner im ungarischen Politbüro bringt kein Ende des Aufstands. Halb unter dem Druck der Bevölkerung und zugleich aus Überzeugung wagen die Reformwilligen in der Regierung das bis dahin Undenkbare. Sie verkünden das Ende der Einparteienherrschaft und den Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt. Das militärische Bündnis der kommunistischen Ostblockstaaten war erst im Vorjahr gegründet worden. Chruschtschow sieht sich zu einer Intervention gezwungen. Wenn Ungarn den Ostblock verlässt, so seine Befürchtung, ist das gesamte System der Satellitenstaaten in Osteuropa in Gefahr. Als dann die Unruhen in Ungarn ausbrachen, gab es eine heftige Diskussion darüber im Politbüro. Und die Unterlegenen wurden nicht erschossen. Das ist schon ein Fortschritt. Natürlich werden wir sagen, ja, die Niederschlagung des Ungarnaufstandes war Gewalt. Natürlich war das Gewalt. Aber sie hat sich erst vollzogen nach einem längeren Diskussionsprozess im Politbüro. Es sind Leute hingeschickt worden, die da in Ungarn verhandelten. Aber am Ende zählt, dass nach der Niederschlagung des Ungarnaufstandes Chruschtschow an der Entstalinisierung festhielt. Am 4. November 1956 endet der Traum der Ungarn von der Freiheit. Sowjetische Panzer überrollen das Land. In Budapest verwüsten sie Teile der Innenstadt. Zwar leisten bewaffnete Gruppen noch wochenlang Widerstand, aber gegen die Übermacht der Sowjetarmee sind sie chancenlos. Die Russen schlugen mit überwältigender Macht zurück. Sie brachten neue, gut ausgebildete Truppen nach Ungarn. Eine große Zahl von Panzern und Flugzeugen kam zum Einsatz. Die Freiheitskämpfer bestanden nur aus kleinen, isolierten Gruppen, die nicht gegen sehr gut ausgebildete russische Truppen zu kämpfen in der Lage waren.
Und die wussten genau, was sie taten, ohne irgendwelche Gefühle, denn sie hatten keine ungarischen Freunde. Sie hatten keinen Grund, das nicht zu tun, was man ihnen aufgetragen hatte. 2500 Ungarn wurden getötet. Es lag jetzt klar zutage, was die Russen bereit waren zu tun, um ihre Macht in Osteuropa zu behalten. In mancher Hinsicht war es ein Schlüsselereignis des Kalten Krieges. Jeder wusste nun, wie weit die Russen gehen würden, um ihre Herrschaft über die Länder Osteuropas zu sichern, denen niemand zu Hilfe kommen würde, auch nicht die Amerikaner oder Briten. So wurde es völlig klar, was der Kalte Krieg bedeutete. Der Aufstand kostet mehr als 3000 Menschenleben, darunter etwa 700 Sowjetsoldaten, und hinterlässt tiefe Spuren im Land. Die Macht übernimmt eine neue Führungsriege unter Janosch Kada. Nach außen streng Moskau treu, nach innen vorsichtig reformorientiert, was als Gulasch-Kommunismus in die Geschichte eingeht. Militärparade 1956 auf dem Roten Platz in Moskau. Die Supermacht Sowjetunion zeigt Stärke. Eingeübtes Signal im Kalten Krieg in Richtung Westen. Und nach innen an die eigene Bevölkerung. Nikita Chruschtschow und seine Genossen wollen die Lebensverhältnisse in der Sowjetunion verbessern, um Schritt zu halten mit dem kapitalistischen Westen. Die Angst der bleiernen Stalinjahre scheint verschwunden zu sein. In Anlehnung an den Titel eines russischen Romans ist von Tauwetter die Rede. Für die Propaganda geben sich die Sowjetbürger als fröhliche Untertanen des Sozialismus. Doch die Skepsis weicht nur langsam. Chruschtschow war, glaube ich, der letzte Gläubige. Der letzte, der noch an so etwas glaubte wie Einholen, Überholen, Wohlstand auf Erden schaffen durch Sozialismus, antikoloniale Bewegungen, die dazu führte, sich vom Imperialismus zu befreien. Davon war Chruschtschow noch in einem ganz naiven, primitiven Sinne überzeugt. Für ihn war Sozialismus im Grunde die Herstellung einer gerechten Gesellschaft im Überfluss, in der niemand arm sein sollte, und sozusagen einen mächtigen Staat, der das garantieren konnte, faktisch eine USA mit fließend Wasser und Kühlschränken und Toiletten, aber ohne Gewerkschaften und Parteien. Das war so diese Vorstellung, die Chruschtschow hatte. Und er glaubte, dass das von Staats wegen organisiert werden konnte. Doch die Realität im Land sieht anders aus. Zwar ist die Hauptstadt Moskau eine moderne Metropole, aber die Rückständigkeit der sowjetischen Wirtschaft ist auch hier nicht zu übersehen. Heimlich aus dem Auto gedrehte Amateuraufnahmen von US-Diplomat Mernhoff zeigen auch die Schattenseiten des Sozialismus. Marode Häuser. Menschen, die offenbar in Armut leben. In kleinen Wellblechhütten. Das Außenministerium in Moskau errichtet im Zuckerbäcker-Stil der Stalinzeit. Von hier aus organisieren Mitte der 50er Jahre sowjetische Diplomaten einen neuen außenpolitischen Kurs. Eines der ersten Ziele der Charme-Offensive im Ausland ist 1955 Indien. Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien ist Indien ein Motor der sogenannten Dritten Welt. Länder, die sich weder dem kapitalistischen Westen noch dem kommunistischen Osten unterordnen wollen. Empfangen wird Kreml-Chef Chruschtschow von Ministerpräsident Pandit Nehru und seiner Tochter Indira Gandhi. Chruschtschows Ziel ist es, den vom Kolonialismus befreiten Ländern die Sowjetunion als Vorbild anzupreisen, ohne ihnen Vorschriften zu machen. Die indische Bevölkerung ist begeistert von den neuen Tönen aus Moskau. Und Chruschtschow kann punkten mit seinem unkonventionellen Auftreten. Die Popularität des neuen Sowjetführers bereitet der Weltmacht USA Sorge. Im Weißen Haus traut man dem Tauwetter in Moskau nicht. 1955 kommt Konrad Adenauer nach Washington. Der Kanzler hat die Westintegration der Bundesrepublik Deutschland gegen heftige Widerstände durchgesetzt. US-Präsident Eisenhower empfängt den Gast aus Bonn als gleichberechtigten Partner, ist er doch ein zuverlässiger Verbündeter an der europäischen Front des Kalten Krieges. Dort, an der Nahtstelle der Blöcke, wachsen die Spannungen. Vor allem rund um die geteilte Stadt Berlin. Die Westsektoren der einstigen deutschen Hauptstadt werden auch 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von Amerikanern, Briten und Franzosen kontrolliert.
West-Berlin ist die demokratische Insel im Roten Meer, der Stachel im Fleisch des Sozialismus. Vom Osten verteufelt als Tummelplatz westlicher Agenten und Frontstadt des Kapitalismus. Nirgends sonst ist die Teilung der Welt in Ost und West so präsent wie am Brandenburger Tor. Und noch ist die Grenze hier offen. Auf der Ostseite stellt die DDR-Führung 1956 ihre militärische Stärke zur Schau. Die neu geschaffene Nationale Volksarmee soll den Sozialismus gegen den Klassenfeind verteidigen. Präsident Pieck, Ministerpräsident Grotewohl und SED-Generalsekretär Walter Ulbricht nehmen die Parade ab. In Wirklichkeit garantieren vor allem die sowjetischen Streitkräfte die Existenz der DDR. Die Nationale Volksarmee untersteht der militärischen Führung des Warschauer Pakts und verfügt über keinen eigenen Generalstab. . 1959 kommt Nikita Chruschtschow nach Ost-Berlin. Der Kreml-Chef sorgt sich um die jährlich wachsende Zahl von Flüchtlingen, die die DDR gen Westen verlassen. Solange die Sektorengrenze noch offen sei, warnt er, könne man nicht mit dem Kapitalismus konkurrieren. Es ist ein unverblümtes Eingeständnis, im Wettlauf der Systeme nicht mithalten zu können. Und ein kaum versteckter Aufruf, die DDR ganz abzuriegeln. Im Jahr darauf, 1960, steigt die Zahl der Republikflüchtlinge auf 200.000 an. Niemand weiß, wie lange das Schlupfloch West-Berlin noch offen bleibt. Und so fliehen Monat für Monat mehr DDR-Bürger in den Westen. In dem mittelosteuropäischen Raum, also dieser Volksdemokratien und in der DDR am ausgeprägtesten, war nach Ungarn schon ein großer Erosionsprozess im Gange. Aus der DDR konnte man noch raus, also ein riesiger Aderlass. Und sie mussten die Notbremse ziehen. Also ich sehe das tatsächlich mehr als die Notbremse. Und dann, wenn man das abgeriegelt hat, dann kann man vielleicht wieder, das hatte der Ulbricht ja vor, bestimmte Wirtschaftsreformen zu machen. Auf der Westseite des Brandenburger Tors versammeln sich am 1. Mai 1960 Hunderttausende zu einer Großdemonstration für die Freiheit und gegen die Unterdrückung ihrer Landsleute in der DDR. Hauptredner ist an diesem Tag Bürgermeister Willy Brandt, wortgewaltiger Sozialdemokrat und entschiedener Antikommunist. In seiner Rede rückt er die DDR-Führung in die Nähe der Nazi-Diktatur. Wir sind nicht zusammengekommen, um uns zu entschuldigen, sondern wir sind zusammengekommen, um Anklage zu erheben. Leidenschaftliche Anklage gegen den Druck, gegen die Erpressungen, gegen die Verbrechen in der Zone. Und wir warnen die Gauleiter drüben. Überspannt den Bogen nicht. Recht und Gerechtigkeit haben sich noch niemals auf die Dauer unterdrücken lassen. Berlin war sicher ein Ort auf der Welt, wo die Konfrontation von Sozialdemokraten und Kommunisten mit am schärfsten war, weil die Sozialistische Einheitspartei in der Sowjetzone einschließlich Berlins die Hauptkraft war, die den politisch-gesellschaftlichen Transformationsprozess nach stalinistischem Muster vorantrieben und umgekehrt die Sozialdemokratie in den Westsektoren Berlins, der Hauptfaktor der Selbstbehauptung der Stadt, dann auch unter Zurückstellung der sozialdemokratischen Gesellschaftsvorstellung war.
Flammende Worte wie die von Willy Brandt können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Freiheit West-Berlins unmittelbar vom militärischen Schutzversprechen der USA, Großbritanniens und Frankreichs abhängt. Denn de facto ist West-Berlin umzingelt von einer mächtigen Streitmacht aus sowjetischen und ostdeutschen Truppen. Die DDR-Führung ist fest davon überzeugt, die Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus werde in Deutschland entschieden. Doch das Ziel, den westlichen Wohlstand einzuholen, rückt in immer weitere Ferne. An der Seite Walter Ulbrichts hat Erich Honecker inzwischen Karriere gemacht. Nach 2 Jahren Schulung in Moskau wird der ehemalige FDJ-Vorsitzende 1958 Mitglied des Politbüros. Zuständig für Militär- und Sicherheitsfragen. In dieser Funktion erhält er im Sommer 1961 einen heiklen Auftrag. Das Unternehmen Rose beginnt in den frühen Morgenstunden des 13. August. Die DDR beginnt mit der vollständigen Abriegelung West-Berlins. Chruschtschow hat dem Unternehmen zugestimmt. Organisator des Mauerbaus ist Erich Honecker. Am Mauerbau 1961 hatte Honecker den ausführenden Anteil überhaupt. Er war sozusagen der Baumeister der Mauer. Ihm ist zu danken, dass das logistisch so geplant war, dass tatsächlich dieser Mauerbau sich zur Überraschung einer doch nicht ganz überraschbaren Bevölkerung vollzogen hatte. Denn die Fluchtzahlen stiegen von Tag zu Tag und es war klar, dass irgendeine Reaktion erfolgen musste. Dass das technisch so glatt funktionierte, wie es funktionierte, ist dann im Wesentlichen Honeckers Verdienst, der von seinem Hauptquartier aus sowohl das Stillschweigen wahren konnte, wie auch das Ineinandergreifen der einzelnen Maßnahmen. Der Plan geht auf. Betriebskampfgruppen und Einheiten der DDR-Armee trennen alle Verbindungen zwischen Ost- und West-Berlin. Nicht nur die Berliner, auch die westlichen Schutzmächte werden völlig überrascht. Bürgermeister Willy Brandt fleht die Alliierten an, etwas zu unternehmen. Doch vor allem die Amerikaner zögern. Die Mauer sei zwar keine schöne Lösung, lässt US-Präsident Kennedy ausrichten, aber immer noch besser als Krieg. Der Mauerbau wird ja so oft als eine Offensive des Kommunismus gegen die freie Welt gesehen. Er ist eben in so starkem Maße auch das Eingeständnis, dass man es nicht geschafft hat, in der Konkurrenz der Systeme von sich aus zu überzeugen. Man braucht die Abschottung. Der Mauerbau ist ja das Eingeständnis einer Niederlage nach außen und auch einer Resignation nach innen, weil er den Verlust West-Berlins bedeutete. Offiziell wird die DDR ihre Mauer den antifaschistischen Schutzwall nennen. Doch in Wahrheit macht sie aus dem ganzen Land ein Gefängnis. Die Mauer trennt von nun an die Deutschen, trennt Familien, Freunde, Kollegen. Für die DDR hat das unvorhergesehene Konsequenzen. Mit dem Mauerbau wird die Führung ja zur Erfüllung eines Versprechens gezwungen, das wir als Liberalisierung nach innen begreifen können. Es sind genau jene Parteigänger, die nicht ganz überzeugt sind und die immer geglaubt haben, ja, wir können nicht alles so durchsetzen, weil der Klassenfeind bei uns reinriecht. Der war am 13. August weg. Und jetzt könnte ja doch, wenn in kleinerem Rahmen, das versprochene Reich endlich realisiert werden. Also mit dem Mauerbau steigt der Druck auf die SED-Führung, nun all das auch zu realisieren, was immer nur versprochen wurde und was dem Mauerbau auch seinen Sinn verliehen hat. Nämlich, dass wir dann wenigstens nach innen und befreit von der Störung des westlichen Klassengegners den Sozialismus aufbauen. Wer fortan die DDR verlassen und der kommunistischen Idee den Rücken kehren will, riskiert sein Leben. 28 Jahre wird es dauern, bis die Mauer fällt und wieder aus dem Stadtbild Berlins verschwindet. An der Bernauer Straße können Besucher heute noch in Augenschein nehmen, wie der Todesstreifen einmal ausgesehen hat. Im Kalten Krieg zwischen Ost und West.